Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wollen wir mal über Apps reden, die dir helfen können, früher aufzustehen, beziehungsweise die dir dabei helfen können, besser morgens aus dem Bett rauszukommen. Ich kann dich aber schon mal vorne wegnehmen, dass bei mir eigentlich der größte Tipp, um früh morgens ins Bett zu kommen, ist wirklich direkt aufzustehen. Also einfach direkt aufzustehen, direkt was zu machen und nicht sich nochmal kurz hinzulegen, 10 Minuten zu warten oder so ans Handy zu gehen, sondern wirklich direkt morgens aufzustehen und aufzuspringen am besten. Aber natürlich schaffe auch nicht ich das immer jeden Tag und deswegen gibt es heute einige Apps, die dir dabei helfen können, früh morgens besser aufzustehen. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dich diese Themen interessieren. Aber es ist mir viel Spaß bei dem heutigen Video. Let's go! Natürlich habe ich jetzt organisierte Personen einen Ordner erstellt für dieses Video, der Wake Up Early, also früh aufstehen heißt. Und dann habe ich die Apps drin, die mir helfen. Und die allererste App ist die App Alarmi, die eigentlich relativ bekannt ist, glaube ich. Und wenn man drauf geht, muss man sich erstmal so ein bisschen einloggen und seine Schlafpräferenzen einstellen. Und ich gebe jetzt mal als Ziel ein, ich möchte gerne früher als normalerweise aufstehen. Dann gibt es hier jetzt so ein paar kleine Einführungsvideos, die wir aber eigentlich überspringen können. Natürlich sind auch alle Apps, die ich hier vorstelle, in einer kostenlosen Variante zu finden. Und ich habe auch alle kostenlosen Varianten, also ich bezahle für keine einzige App, die ich heute zeige etwas. Natürlich ist alles kostenlos. Aua, ich hasse das in meine Haare, meine Uhr hängen bleiben wirklich. Ich reiße mir da so oft Haare raus. Jetzt fangen wir an, uns einen Alarm für morgen zu stellen. Und zwar gehe ich jetzt auch noch das Plus und sage, dass ich einen Alarm für morgens um, sagen wir, einfach mal 5.20 Uhr stellen möchte. Das finde ich ganz cool. Und jetzt das Besondere, dass man sich eine bestimmte Mission am Morgen stellen kann. Beispielsweise gibt es da die Aufgabe, dass man morgens etwas schreiben muss auf dem Handy oder man muss versuchen, Memory zu spielen oder man muss eine Matheaufgabe machen, was ich eigentlich hasse, weil ich kann überhaupt nicht Kopf rechnen. Und das sind dann sozusagen Sachen, mit denen du dir helfen kannst, dein Gehirn aufzuwachen und mental aufzuwachen. Aber wir haben natürlich auch Aufgaben für deinen Körper. Und zwar kannst du da zum Beispiel eine Kniebeuge machen, du kannst laufen, ein Foto machen, einen QR-Code scannen oder auch dein Handy einfach schütteln, was ich glaube ich aber zu einfach finden würde, morgens mein Handy zu schütteln. Deswegen machen wir jetzt wirklich eine Aufgabe für meinen Kopf und machen jetzt mal Memory-Aufgabe. Ich mache jetzt mal was Einfaches und zwar 2 Runden. Aber um es euch hier zu demonstrieren, mache ich jetzt mal den Alarm um 15.21 Uhr, also um 1 Minute, damit ich euch gleich zeigen kann, wie das dann aussieht, wenn dieser Alarm klingelt. Wir warten jetzt, bis der Alarm klingelt. Das kann etwas dauern. Oder auch nicht. Man merkt schnell, Alarm wird auf jeden Fall lauter. Okay. Das war jetzt zum Beispiel diese Erinnerungsaufgabe. Die nächste App ist die App RiseSleep und die ist sozusagen dazu da, um deinen Schlaf zu tracken. Schon mal vorneweg ganz kleiner Spoiler, man braucht für diese App auch eine Apple Watch, um sozusagen deinen Schlaf wirklich zu tracken, weil du diese Apple Watch dann halt beim Schlafen trägst. Die Apple Watch dann trackt, wie gut du schläfst, wie oft du dich bewegst, wie oft du aufwachst und das alles. Und am nächsten Morgen wird dann sozusagen dein Tag kalkuliert und dir wird gesagt, wie du dich an diesem Tag fühlen würdest oder fühlen wirst. Beispielsweise habe ich dann so kleine Benachrichtigungen bekommen, wie jetzt hast du deinen Höhepunkt am Tag und jetzt hast du so ein kleines Nachmittagstief oder so. Ich wusste immer genau, wann ich dann was machen kann von meiner To-Do-Liste, weil ich dann immer genau wusste, wie ich mich ungefähr fühle. Ich habe das Ganze aber schon im April oder Mai ausprobiert, also es ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe und ich kann mich daran erinnern, dass es mir schon geholfen hat, dass es aber relativ konstant jeden Tag war, dass ich sozusagen immer genau wusste, okay, um 12 Uhr geht es mir jetzt gut und dann geht es mir um 14 Uhr vielleicht nicht so gut. Deswegen finde ich das eher total sinnvoll, aber würde sie vielleicht nicht jeden Tag immer benutzen, weil man schon so Pattern, also so bestimmte Muster erkennen kann an seinem Tag. Außerdem sagt dir die App auch, wie viele Schlafschulden du hast. Das klingt total komisch auf Deutsch. Und zwar geht es einfach darum, wie viel sozusagen du eigentlich hättest schlafen sollen, was du aber nicht gemacht hast. Dann haben wir noch eine weitere Wecker-App, die sich aber nur auf diese Matheaufgaben konzentriert und dir das anbietet. Und ich habe jetzt meinen Wecker in 1 Minute gestellt, deswegen mal gucken. Gleich sollte dieser Wecker losgehen und dann muss ich eine Matheaufgabe machen, was ich nicht kann, weil ich keinen Kopf rechnen kann eigentlich. Ich bin super schlecht im Kopf rechnen. Wir werden sehen, ob ich das gleich hinkriege. Natürlich kann man auch hier wieder einstellen, wie viele Aufgaben man machen möchte und wie schwer die sein sollen. Soll ich jetzt mal hart machen? Okay, ich mache jetzt mal hart, also sehr schwer. Okay, das ist jetzt der Wecker. 4 minus 10 plus 10. Hä? 4. Ach so, man muss gucken, was 2 ist. Okay, dann ist ja die. Okay, was, welche Lösung 1 ist? 1, 5. Welche Lösung 18 ist? Tada, das war's auch schon. Außerdem kann man diese App auch noch seine Morgenroutine angeben und zum Beispiel sagen, jeden Morgen möchte ich meditieren, schreiben, lesen und das alles und dann kannst du es einfach abhaken. Und dann hast du hier unten nämlich deine kleine Bibliothek, wo du den Tag angucken kannst und siehst,
ah, okay, heute habe ich schon das und das und das gemacht. Dann die nächste App ist dazu da, um deinen Schlaf so ein bisschen zu planen. Und zwar ist diese App Sleep Timer. Da kannst du erstmal einstellen, was du wieder mit der App erreichen möchtest. Sei es jetzt besser aufstehen, besser einschlafen, nicht so oft in der Nacht aufwachen und Dinge wie diese Sachen zum Beispiel. Und dann habe ich jetzt mal beispielhaft eingestellt, dass ich jeden Morgen um 6 Uhr aufwache. Und jetzt werden hier so bestimmte Zyklen vorgeschlagen, die ich sozusagen auswählen kann. Wie ich möchte gerne 9 Stunden Schlaf haben, da kann ich sozusagen das erste anklicken. Das ist der Zyklus 6 und dann habe ich 9 Stunden Schlaf. Wenn ich das anklicke, dann werde ich auch da kurz vorher eine Benachrichtigung bekommen mit der Aufschrift, geh jetzt ins Bett. Ist es schon fast zu spät dafür. Außerdem kriegt man auch morgens eine Benachrichtigung mit sowas wie Guten Morgen, ich hoffe, du hast einen schönen Tag oder ja, sowas Motivierendes. Was ich vor allem viel schöner finde, ist, dass man da auch sich richtige, schöne Klingeltöne einstellen kann, weil ich habe hier ein iPhone und da kann man irgendwie nicht so krasse, schöne Töne einstellen, sondern nur irgendwie so nervige und ich bin schon sehr traumatisiert von meinem Weckerton teilweise oder ja, bin zumindest irgendwie nicht in einer guten Stimmung, wenn ich morgens diesen Wecker höre und deswegen ist es ziemlich cool, dass man sich hier so andere Sounds auswählen kann. Natürlich kann man auch mit dieser App seinen Schlaf so ein bisschen tracken. Und zwar kann man jetzt zum Beispiel einstellen, was man am Abend oder am Tag zuvor gemacht hat, wie zum Beispiel Alkohol getrunken, einen Mittagsschlaf gemacht, Kaffee getrunken, meditiert, Sport gemacht, stressiger Tag. Generell gibt es noch viel mehr Features bei dieser App, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Beispielsweise kann man auch morgens sagen, wie es einem geht und so weiter. Und das ist einfach generell auch dazu da, deinen Schlaf zu planen und zu tracken. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video ein bisschen geholfen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls es der Fall war. Und schreibt auch sehr gerne einen Kommentar oder lasst einen Daumen nach oben da. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen und bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche und hoffentlich bis sehr bald wieder. Bis dann, tschüss!